Hallo und herzlich willkommen nach langer Abstinenz zu einem neuen Video auf dem Kanal. Die Leute, die mir auf Twitter folgen, haben es vielleicht mitbekommen. Ich musste meinen Social Media Konsum drastisch reduzieren, da ich speziell in Finance und Investitionen und Strategie drei Klausuren geschrieben habe, die extrem viel Lernaufwand benötigt haben. Ich habe wirklich knapp 10 bis 11 Stunden pro Tag investiert und konnte somit einfach nicht mehr irgendwas anderes machen, beziehungsweise wollte ich mich hundertprozentig auf das konzentrieren. Das hat auch gut funktioniert, Gott sei Dank. Auch dieses Buch hier hat mich dazu angeregt. Also falls das wer von euch lesen will, extrem gutes Buch. Und dementsprechend habe ich jetzt wieder mehr Zeit, generell für Videos, generell für Trading, auch FX, Krypto, Bitcoin logischerweise. Ich muss nur dazu sagen, dass ich ab morgen noch 2 Wochen in Amerika bin. Also ich bin konkret in Miami, New Orleans, das habe ich schon länger geplant. Und bin eben bis 4.3. jetzt auch noch in Amerika, werde da natürlich auch inaktiv sein, werde keine Videos produzieren, werde nicht wie manche Fake-Trading-Gurus irgendwie vorspielen, dass man am Strand irgendwie mit dem Laptop sitzt und ja, da den Trading-Lifestyle lebt. Sowas funktioniert natürlich nicht und würde ich keinem empfehlen. Ich werde ab dem 4.3. wieder aktiv sein, werde auch auf meinem zweiten Kanal, der jetzt noch nicht aktiv ist, Videos bringen, weil ja immer wieder die Nachfrage kommt nach Forex vor allem und Rohstoffen. Aber jetzt würde ich sagen, machen wir noch ein kleines Bitcoin-Update. Ich muss schon sagen, ich habe den Chart natürlich immer wieder täglich offen gehabt, habe ein, zwei Positionen immer wieder geöffnet, aber eher wirklich langfristig bedacht. Ich hatte sehr weite Stops, sehr kleine Positionen, da ich wirklich nicht den Nerv hatte, die Positionen zu managen. Und auf langfristige Sicht hat sich in meiner Abstinenz eigentlich auch nicht wirklich viel getan. Deswegen war das Ganze jetzt nicht so tragisch, dass ich nicht wirklich Videos produziert habe, da der Gameplan eigentlich bis jetzt gleich bleibt. Was hat sich verändert? Wir fangen natürlich wieder auf dem Weekly Chart an. Ich mache die Facecam jetzt erstmal noch ein wenig kleiner, damit wir voll viel mehr Platz haben für den Chart. Und wir sind hier wieder am Weekly Chart. Wir haben am Weekly Chart immer noch dieselbe Situation. Wir sind in dieses Nachfragelevel gekommen, auf das wir eben im oder bei diesem Level, wir das letzte Mal im September 2017, schon wieder eine Ewigkeit her, diesen Support geformt haben, dieser sozusagen diesen letzten Kursrückgang gesehen haben, bevor der große Anstieg kam. Das ist jetzt immer noch die Zone, in der wir uns hier jetzt bewegen oder in der wir jetzt uns hier aufhalten, von der wir bisher einen starken Bounce gesehen haben. Ihr könnt euch bestimmt noch an diese Zeit erinnern im Dezember, das war die Weihnachtswoche. Aber seitdem gehen wir jetzt hier seitwärts und formen wieder eine Range. Es ist nicht positiv zu bewerten, aber es ist auch nicht unbedingt negativ zu bewerten. Für mich wäre es immer noch interessant, dass wir diesen Bereich hier noch um ausführen, diesen Liquidity Void, wenn man das so nennen will, diese Liquiditätslücke und zumindest immer noch die 5800 retesten. Das wäre immer noch mein Ziel und bis wir diesen Support nicht brechen, also 3160, sehe ich das immer noch für möglich und spekuliere auch immer noch drauf. Ich halte auch noch Long Positions in Bitcoin. Das heißt, ich habe in diesem Bereich Bitcoins akkumuliert. Die ersten Käufe waren auch schon hier, also 4400. Habe natürlich nicht direkt den Boden getroffen, was auch utopisch wäre. Habe hier nachgekauft und habe jetzt hier konkret eine ungehebelte Long-Position sozusagen geöffnet, also Spot-Käufe. Die Käufe sind aber auf der Börse, also ich habe die nicht auf den Ledger gepackt und gesagt, ich lasse die jetzt 2-3 Jahre liegen. Stops sind drinnen, Stops sind unter 3098. Ich ist mir bewusst, dass ich mit einem kleinen Verlust rausgehen werde, je nachdem wie hoch das Slippage ist. Aber vom Average her dürfte der Preis irgendwie bei 3.300 liegen, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Es waren auf alle Fälle 3-4 Käufe von 4.400 bis 3.100. Wie gesagt, Spot-Käufe, keine Trading-Positionen, keine Bitmax-Positionen. Ich zahle keine Funding-Fees. Die Coins liegen, also der Bitcoin, die Bitcoins liegen auf Binance. Werde dennoch rausgehen, wenn wir hier brechen. Aber das wäre jetzt mal meine Position, um eben transparent zu wirken sozusagen. Ich bin long, also ich bin nicht short. Gehe aber schon noch davon aus oder sehe es als Wahrscheinlichkeit, dass wir diesen Support durchbrechen und als ultimativen Boden diesen Bereich hier antesten. Kann aber aufgrund des jetzigen Preisverlaufs hier wirklich nicht wirklich eine Wahrscheinlichkeit rauslesen. Ihr wisst, es geht darum, die Wahrscheinlichkeit auf seine Seite zu legen. Und bei dieser Price Action, wie wir sie hier sehen, also mit diesem Lag, dann wieder dieser Durchbruch, dieses M und jetzt wieder dieser Pump nach oben von dieser Nachfragezone, ist es wirklich schwer, hier aktiv zu traden, hier wirklich aktiv eine Richtung zu können. Deswegen habe ich mir gesagt, ich
behalte diese Spotpositionen, vor allem während ich Urlaub bin. Wenn ich ausgestoppt werde, werde ich ausgestoppt, aber bis auf Weiteres wäre das jetzt mein Gameplan. Wie gesagt, für alle, die jetzt generell langfristig noch interessiert sind, es gibt hier wenig, wo man wirklich täglich reinschauen müsste oder täglich irgendwie aktiv was machen müsste. Wie gesagt, wir haben diesen Support hier geformt. Dieser Support kommt von hier, das sieht man ganz eindeutig. Wir sind hier das erste Mal stark gebounced, konnten dann aber nicht über diese Angebotszone rüberbrechen. Das heißt, wir formen jetzt hier wieder eine klassische Range. Alles in diesem Bereich ist relativ langweilig, ist eine relativ langweilige Price Action. Interessant wird es erst wieder, wenn wir diesen unteren Bereich durchbrechen. Der obere Bereich ist auch das Maximum, was wir bis jetzt sehen. Also solange wir hier hin und her gehen, ist das momentan eben der wahrscheinlichste Weg. So wie wir diese Price Action momentan sehen, ich sehe einen Anstieg nach hier oben definitiv für möglich, einfach um diese Lücke aufzufüllen. Bis dahin gibt es einfach nicht wahnsinnig viel zu kommentieren und wahnsinnig viel zu sagen. Ich würde gern ja irgendwie was Großartiges aus dieser Price Action herauslesen, aber ich schaffe es einfach nicht. Also die Price Action ist nicht spektakulär. Die Price Action ist nicht wirklich kommentierbar. Deswegen können wir jetzt einfach Füße stillhalten, zurücklegen, vielleicht auch auf fundamentale Katalysatoren, fundamental große News warten, um eben diesen entscheidenden Push nach oben zu sehen. Wie gesagt, long term bleibe ich sowieso bullish, was den Bitcoin betrifft. Es ist jetzt eben diese Phase, wo so langsam das Interesse immer weniger wird. Der Hype ist ganz vorbei, würde ich mittlerweile sogar sagen. Also der Hype war wahrscheinlich Ende 2018 schon vorbei. Die Hypezeit so September 2017 bis Dezember, oder bis Dezember, Blödsinn, bis Juni 2018 war, glaube ich, so die größte Hypezeit. Das Ganze geht jetzt ein wenig raus. Es ist sehr gut, es ist sehr organisch. Und wie gesagt, mehr kann man hier nicht kommentieren. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann wiedersehen in 2 Wochen. Ich hoffe, es gibt danach mehr zu kommentieren im Krypto-Bereich. Ansonsten werden einfach mehr Videos kommen zu den anderen Märkten, die ich beobachte, wo wie gesagt immer die Nachfrage da war. Und ich würde sagen, bis dahin, wir sehen uns und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.